Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxweihliste.de. Mein Name ist Max und ich zeige euch in diesem Video die neue Fritzbox 7590 AX und den Telekom Speedport Smart 4. Beides neue DSL-Router von der Telekom bzw. von AVM, die im Sommer 2021 auf den Markt gekommen sind und den neuen WLAN 6 Standard unterstützen, damit besonders schnelles WLAN bieten und außerdem eigentlich auch eine Top-Ausstattung bieten, sprich das sind so die besten DSL-Router, die man derzeit in Deutschland auf dem Markt bekommen kann. Ja, die AVM Fritzbox 7590 AX kostet etwa 270 Euro, der Speedport Smart 4 ist mit etwa 170 Euro deutlich günstiger. Auf dem Papier bieten sie aber in etwa die gleiche Ausstattung. Es gibt im Detail ein paar interessante Unterschiede, die werde ich gleich mal genauer erläutern und im Endeffekt werde ich euch dann im Fazit auch sagen, ob sich der Kauf der Router lohnt und wenn ja, welcher das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und welcher empfehlenswerter ist. Viel Spaß beim Zusehen! Ja, der Lieferumfang ist relativ ähnlich bei beiden Geräten. Wir haben natürlich den Router dabei und das jeweilige Netzteil. Außerdem gibt es ein DSL-Anschlusskabel, das ist bei beiden Geräten ausreichend lang dimensioniert. Man muss das also nicht direkt neben der Telefondose betreiben. Wir haben dabei ein kurzes LAN-Kabel jeweils. Und es gibt natürlich auch bei beiden Geräten eine Schnellstartanleitung. Die Anleitung beim Telekom Speedport Smart 4 ist deutlich ausführlicher und gefällt mir persönlich etwas besser, aber auch die Fritzbox lässt sich wirklich sehr einfach und schnell einrichten. Bei der Fritzbox 7590 AX haben wir außerdem noch einen Adapter dabei von RJ11 Telefon auf TAE Telefon. Sprich, da kann man ein analoges Telefon über TAE noch einbinden. Der Speedport Smart 4 hat nur einen analogen TAE-Anschluss und keinen RJ11-Anschluss. Das Design der beiden Routermodelle ist grundlegend verschieden. Der Telekom Speedport Smart 4 ist in einem schwarzen Kunststoffgehäuse gehalten und wird stehend betrieben, sprich er hat einen kleinen Standfuß und auf der Front gibt es außerdem ein kleines Display. Das gab es bisher bei kaum einem oder gar keinem DSL-Routermodell und ja, drei Tasten gibt es außerdem auf der Front mit diversen LEDs. Die Fritzbox ist im weißen, klassischen Fritzbox-Gehäuse gehalten, so wie man es schon vom Vorgängermodell Fritzbox 7590 kennt. Und auch die AX-Version kommt hier eben in diesem weiß-roten Gehäuse daher. Hat deutlich mehr Lüftungsschlitze als der Vorgänger. Auf der Front außerdem diverse LEDs und Tasten. Das ist wie beim Speedport. Außerdem beide die Anschlüsse auf der Rückseite. Bei der Fritzbox gibt es auch noch Anschlüsse auf der Seite. Eine Wandmontage ist bei beiden Routermodellen grundsätzlich möglich. Bei der Fritzbox 7590 AX gibt es die passenden Bohrungen dafür direkt im Gehäuse. Wenn man eine alte AVM Fritzbox hat, dann passt die neue 7590 AX da auch schon drauf. Sprich, die Bohrungen sind im gleichen Abstand. Beim Telekom Speedport Smart 4 ist das ein bisschen komplizierter. Da wird keine Wandhalterung mitgeliefert. Die Telekom sagt, das ist aus Umweltgründen, da nur wenige Kunden das wohl gebraucht haben. Man kann allerdings wohl die Wandhalterung vom Vorgänger, dem Speedport Smart 3, benutzen. Die kostet um die 7 Euro laut Kundenservice und muss dann extra bestellt werden, beziehungsweise der Kundenservice hat das wohl auch mit dabei, wenn er dann zu euch nach Hause kommt, wenn ihr einen Installationsservice gebucht habt. Kostet wie gesagt etwa 7 Euro und wird dann hier auf den Standfuß drauf gemacht. Die Antennen für DECT und WLAN sind fest im Gehäuse integriert. Anschlüsse für eine externe Antenne bietet weder die Fritzbox 7590 AX noch der Telekom Speedport Smart 4. Ja, dann schauen wir uns doch die Anschlüsse mal etwas genauer an bei den beiden Routermodellen. Da gibt es nämlich einige kleine Unterschiede. Die Fritzbox 7590 AX bietet 4 Gigabit LAN-Anschlüsse und zusätzlich noch einen Gigabit WAN-Anschluss. Sprich, da kann man mit einem externen Modem dann das Internet zuführen. Wenn man zum Beispiel ein Glasfasermodem betreibt, dann das integrierte Modem nicht nutzen möchte. Der Telekom Speedport Smart 4 bietet nur 3 Gigabit LAN-Anschlüsse, hat dafür einen 2,5 Gigabit WAN-Anschluss, sprich deutlich schneller als die 7590 AX, was natürlich ein großer Vorteil ist, wenn man einen entsprechenden Glasfaseranschluss hat, der schneller als 1 Gigabit ist zum Beispiel. Oder man kann den WAN-Anschluss auch als LAN-Anschluss nutzen. Und dann kann man zum Beispiel eine NAS oder sowas einbinden, was eben über 1 Gigabit nutzen kann und möchte. Sprich, hier sind grundsätzlich deutlich schnellere Verbindungen im Heimnetzwerk möglich, wenn man ein passendes Endgerät dafür hat. Ist also auch deutlich zukunftssicherer, der Telekom Speedport Smart in dieser Hinsicht. Beide Geräte bieten einen USB-Anschluss. Die Fritzbox 7590 AX hat sogar zweimal USB 3.0, einmal auf der Rückseite, einmal auf der Seite.
Der Telekom Speedport Smart 4 hat nur einen USB 2.0 Anschluss. Wenn man jetzt einfach nur einen kleinen Speicher im Netzwerk bereitstellen möchte, zum Beispiel einen USB-Stick oder einen Drucker, dann reicht auch der USB 2.0 Anschluss völlig aus. Anschlüsse für das DSL-Anschlusskabel sowie für das Netzteil bieten natürlich beide Routermodelle, das ist ja klar. Was sie unterscheidet, ist dann nochmal die Telefonfunktion bzw. die Telefonanschlüsse. Die Fritzbox 7590 AX ist hier deutlich besser ausgestattet. Sie bietet zum Beispiel einen ISDN S0 Anschluss. Das ist hier beim Speedport Smart 4 gar nicht mehr vorhanden. Außerdem sind zwei RJ11 Anschlüsse für ein analoges Telefon vorhanden und ein TAE-Anschluss. Insgesamt gibt es aber nur zwei analoge Telefonanschlüsse, sprich man muss sich dann entscheiden, ob man hier TAE oder RJ11 nutzen möchte. Beim Speedport Smart 4 haben wir einen TAE-Anschluss für ein analoges Telefon. Weitere bis zu 5 kabellose Telefone können natürlich immer überdeckt angeschlossen werden, das gilt für beide Routermodelle. Das integrierte DSL-Modem bei der Fritzbox 7590 AX und dem Speedport Smart 4 ist technisch gleichwertig. Es kann bis zu Super Vectoring, also 250 Megabit im Downlink und 40 Megabit im Uplink in Deutschland nutzen. Und bei mir am VDSL 100 Anschluss haben sie auch die gleiche Performance geliefert. Sprich, hier hat eine Synchronisation mit 109 Megabit bei mir vorgelegen. Ich habe jetzt keinen 250er VDSL Anschluss, weil der hier nicht verfügbar ist. Aber wie gesagt, theoretisch können auch beide Modems das liefern. Im Test liefen beide Routermodelle wirklich sehr stabil über mehrere Tage, verbunden mit einem NAS bzw. auch mit einer Telekom-TV-Leitung, sprich also mit einem Media-Receiver und einer relativ starken Nutzung, würde ich doch sagen. Gar keine Probleme, sehr stabil, keine Ausfälle. Eine der interessantesten Funktionen ist bei beiden Routermodellen sicherlich das integrierte WLAN nach dem aktuellen Wi-Fi 6 Standard. Ja, in der Theorie können sie beide bis zu 4,8 Gigabit erreichen durch eine Kombination von 4x4 MIMO Antennentechnik und der 160 MHz Kanalbandbreite. In der Praxis gibt es dafür aber aktuell, zumindest Mitte 2021, noch keine Endgeräte, die das können. Deswegen sind bis zu 2,4 Gigabit über diese 160 MHz Kanalbandbreite möglich. Ja, und das kann man auch mit einem aktuellen Smartphone schon testen und auch diese Geschwindigkeiten erreichen. Die WLAN-Leistung ist allerdings nicht nur im Nahbereich, also 10, 15 Meter um den Router so hoch, sondern auch deutlich weiter entfernt. Im Vergleich zu älteren Modellen, wie zum Beispiel in der Fritzbox 7590, habe ich also auch bei der jeweils gleichen Entfernung an den Messpunkten etwa die doppelte Geschwindigkeit gemessen. Und das bedeutet dann in der Praxis zum Beispiel, statt 50 Megabit etwa 30 Meter vom Router entfernt, haben wir dann 100 Megabit gemessen. Und das ist doch wirklich eine schöne Verbesserung. Und das gilt auch für den Speedport Smart 4. Der hat in etwa die gleiche WLAN-Leistung, auch von der Reichweite. Da nehmen sich die Geräte meiner Erfahrung nach nichts. Was mir auch sehr gut gefällt, sowohl AVM als auch die Telekom bieten ein passendes WLAN-Mesh-System mit einem Repeater-System an, damit man die WLAN-Reichweite und die Geschwindigkeit nochmal verbessern kann. Insbesondere bei größeren Wohnungen oder einem großen Haus macht das durchaus Sinn, sich so eine Erweiterung zu holen. Bei der Telekom heißt das System dann Speed Home WLAN, erreicht natürlich auch Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten. Und bei AVM ist der passende Repeater, der Fritz Repeater 3000 bzw. idealerweise sogar der 6000, auch der unterstützt dann Wi-Fi 6 und man kann die Geschwindigkeit entsprechend in dem WLAN-Mesh-Netzwerk zur Verfügung stellen. Der Vorteil ist, dass die Boxen jeweils als Mesh-Basis fungieren, sprich ihr braucht da kein separates WLAN-Netzwerk, sondern das ist einfach eine zusätzliche WLAN-Komponente dann. Sowohl der Telekom Speedport Smart 4 als auch die AVM Fritzbox 7590 AX bieten eine vollwertige integrierte Telefonanlage. Das fängt damit an, dass ihr wie gesagt Decktelefone einbinden könnt, kabellos und außerdem natürlich auch analoge Telefone. Insgesamt sind die Funktionen bei der Fritzbox 7590 AX, was die Telefonanlage angeht, deutlich umfangreicher bzw. ausführlicher. Zum Beispiel ist hier auch eine Faxfunktion integriert. Der Speedport Smart 4 bietet das nicht. Allerdings würde ich sagen, für den Normalnutzer reicht die Telefonanlage im Speedport Smart 4 locker aus. Also da sind alle wichtigen Funktionen verfügbar. Und nur die Profis oder die Leute, die wirklich spezielle Funktionen brauchen, die sind hier mit der 7590 AX dann doch besser dran. Beide Routermodelle bieten außerdem eine Smart Home Integration und können als Smart Home Basis verwendet werden. Der Speedport Smart 4 kann mit einem entsprechenden Dienst dann von der Telekom gekoppelt werden
und hier die Fritzbox 7590AX kann mit entsprechenden DECT-Smart-Home-Geräten wie zum Beispiel einer schaltbaren Steckdose dann auch gekoppelt werden. Beide Routermodelle bieten eine wirklich einfache Einrichtung, die innerhalb von wenigen Minuten dann vonstatten gehen kann, und ein wirklich gutes Webinterface, was schön gestaltet ist und die Konfiguration sehr einfach macht, aber auch sicher. Und beim Speedport Smart 4 möchte ich noch das Display herausheben, was man auf der Front hat. Das informiert nämlich immer über den aktuellen Status, wie die Verbindung ist zum Beispiel, wenn ja die Einrichtung gerade gemacht wird. Außerdem kann man mit den verschiedenen Tasten da schon die Basisfunktionen abrufen. Gefällt mir persönlich sehr gut und das ist sicherlich ein Vorteil gegenüber der 7590AX. Und hier würde ich mir wünschen, dass AVM da mal in Zukunft nachlegt, vielleicht bei einem Nachfolger, und auch dieses Display übernimmt. Die FritzOS Software bei der Fritzbox 7590AX ist grundsätzlich ein bisschen umfangreicher als das Betriebssystem bzw. die Oberfläche beim Speedport Smart 4. Beide bieten aber wirklich viele Konfigurationsmöglichkeiten. Ich würde sagen, trotzdem für die Profis ist die Fritzbox immer noch ein bisschen die bessere Wahl. Man hat hier zum Beispiel zur DSL-Verbindung oder zum DSL-Modem noch deutlich mehr Infos, ist auch meiner Meinung nach schöner aufbereitet. Aber für den normalen Nutzer ist der Speedport also völlig ausreichend. Nur Experten brauchen wahrscheinlich diese Infos hier. Was mir grundsätzlich sehr gut gefällt, ist, dass beide Routermodelle auch für die mobile Nutzung ein schönes aufbereitetes Webinterface bieten. Eine App gibt es nicht, also viele Routerhersteller, zum Beispiel Netgear, die bieten ja immer eine App an, um den Router zu bedienen. Das ist hier nicht vorhanden bei den Telekom- und Fritzbox-Modellen. Allerdings finde ich das auch nicht tragisch, wie gesagt, das sieht auf dem mobilen Display, auch auf kleinen Displays hervorragend aus und lässt sich auch gut bedienen. Ja, kommen wir zu einem Testfazit. Beides sind wirklich sehr, sehr gute DSL-Router, die man problemlos und bedenkenlos empfehlen kann. Bei beiden gefällt mir die sehr gute WLAN-Leistung. Und ja, nicht nur im Nahbereich sind die deutlich schneller als vorherige WLAN-Router, sondern auch ein bisschen weiter vom Router weg, also in dem Grenzbereich, wo relativ schlecht der Empfang ist, hat man teilweise noch die doppelten Datenraten im Vergleich zu vorher. Sprich, allein deswegen lohnt sich eigentlich schon ein Upgrade. Beim Telekom Speedport Smart 4 gefällt mir insbesondere das Display auf der Front. Das macht die Bedienung durchaus einfacher und es ist sehr nützlich. Man braucht es natürlich nicht, aber es ist schon eine schöne Sache. Außerdem, und das gefällt mir persönlich eigentlich fast noch am besten, ist der 2,5 Gigabit LAN-Port hier vorhanden, beziehungsweise WAN-Port. Sprich, wenn man hier ein Heimnetzwerk-Server hat und der soll im Heimnetz dann entsprechend gute Datenraten liefern, ja, dann ist man mit dem Speedport hier deutlich besser bedient als mit der Fritzbox. Die AVM Fritzbox hat natürlich auch ihre Vorteile, zum Beispiel im Bereich Telefon, da bietet sie einfach mehr analoge Anschlüsse. Und natürlich den ISDN-Anschluss. Außerdem gibt es natürlich die USB 3.0-Anschlüsse, hier beim Speedport nur den einen USB 2.0-Anschluss. Und es gibt natürlich das FritzOS, was viele einfach bevorzugen gegenüber hier dem Telekom Webinterface. Wie gesagt, ich persönlich finde das gar nicht mal so tragisch. Die Unterschiede, die werden immer geringer, aber trotzdem auch für Experten hier die Fritzbox immer noch mit dem besseren Webinterface, würde ich so unterschreiben. Ja, insgesamt, wie gesagt, beide Router sehr empfehlenswert. Allerdings, und deswegen gewinnt der Speedport Smart 4 meiner Meinung nach auch den Test ein bisschen, ist er einfach 100 Euro günstiger, zumindest von der UVP. Und Preis-Leistungssieger definitiv hier der Speedport Smart 4. Ja, wenn ihr Fragen zu den Geräten habt, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Und ich bedanke mich fürs Zusehen.